Hier sind wir jetzt in Sulani und das ist das kleine Strandhaus, in dem sie in dieser Zeit hier leben wird. Das ist der 13. Part meiner Okkult Baby Challenge. Wir haben kurz nach 6 Uhr früh und Livia ist gerade dabei, sich für den Tag fertig zu machen. Sie ist natürlich ziemlich müde, denn wenn ihr euch dran erinnert, im letzten Part haben wir uns in der Nacht ja mit Ivo und Violet getroffen. Mit Violet haben wir uns nicht so gut verstanden, die war ziemlich wütend auf uns. Aber Ivo und Livia haben einen Plan ausgemacht. Und wie wir sehen, Livia freut sich auch sehr über diesen Plan. Aber schauen wir gleich mal, was sie eigentlich besprochen haben. Ich möchte euch beschützen. Euch darf nicht das gleiche Schicksal ereilen wie Stefan. Was ist mit Stefan eigentlich passiert? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist er tot. Ich gehe davon aus, dass die Vampire dahinter stecken. Also, möchtest du wirklich bei uns einziehen? Ja, ich werde dir helfen. Gemeinsam werden wir uns rächen. Und ja, das bedeutet, Ivo wird bei uns einziehen. Auch wenn ich mich sehr darüber freue, wie ihr gehört habt, das Ganze hat einen tragischen Hintergrund. Ivos Mann Stefan ist nämlich verstorben. Und auch wenn er nicht genau weiß, was passiert ist, er vermutet, dass die Vampire dahinter stecken. Aber das bedeutet, Ivo wird sehr bald bei uns einziehen und Livia wird natürlich auch ihren Kindern was zu essen geben und nicht alleine essen. Ruby kann jetzt auch mal aufstehen. Dann wird sie auf die Toilette gehen und wird sich etwas zu essen nehmen. Und dann kann auch Livia ein Stück Rührei mit Speck nehmen. Und jetzt ist es natürlich an der Zeit, dass Livia ihren Kindern von Ivo erzählt. Denn es kann nicht einfach ein fremder Mann hier auftauchen und Livia ist so, ja gut, das ist Ivo, der wohnt jetzt hier. Deshalb wird sie ihre Kinder jetzt darauf vorbereiten. Ruby, Akira, ich muss mit euch sprechen. Die Person, mit der ich mich gestern getroffen habe, das war nicht irgendjemand. Das war mein großer Bruder, Ivo. Und Ruby ist jetzt natürlich irritiert und fragt nach, was? Mom, ich dachte, du bist Einzelkind. Du hast einen Bruder? Ja, ich habe einen Bruder. Ich habe sogar noch weitere Geschwister. Aber das werde ich euch ein anderes Mal erzählen. Auf jeden Fall ist mein Bruder Ivo leider sehr einsam. Er hat seinen Mann vor kurzem verloren und deshalb haben wir beschlossen, dass er bei uns einziehen wird. Wenn Ivo hier einzieht, braucht er natürlich auch ein Zimmer. Hier unten, finde ich, gibt es nicht wirklich Platz, aber ich hätte gesagt, wir machen sein Zimmer hier hin, dass wir hier einfach eine kleine Wand ziehen und dann machen wir da sein Zimmer draus. Und das ist jetzt draus geworden. Es ist natürlich sehr minimalistisch, wir haben auch nicht mehr so viel Geld, aber auf jeden Fall hat er ein Bett, dann noch eine Pflanze, ein kleines Nachtkästchen. Hier habe ich natürlich eine Wand gezogen und die Tür vom Balkon musste ich auch ein wenig verschieben. Das sieht jetzt nicht mehr so cool aus wie vorher, aber ich glaube, das ist schon in Ordnung so. Und während ihre Mutter und ihre kleine Schwester schlafen, macht Ruby hier unten ihre Hausaufgaben. Und um ganz ehrlich zu sein, es nervt sie ziemlich, dass sie den Schlüssel, den sie letztes Mal gefunden hat, wieder ins Versteck zurückgelegt hat. Denn wenn ihr euch daran erinnert, als Ruby das letzte Mal allein zu Hause war, hat sie hier im Zimmer ihrer Mutter im Blumentopf einen Schlüssel gefunden und sie möchte natürlich unbedingt wissen, wo dieser dazugehört. Aber während ihre Mutter im Bett schläft, bricht sie natürlich nicht in ihr Zimmer ein. Ruby ist zwar mutig, aber so mutig ist niemand. Und deshalb wird sie danach ihrem liebsten Hobby nachgehen. Und zwar wird sie ein Buch lesen. Und zwar liest sie Das erste Einhorn. Stell dir nur die Überraschung vor, wenn einem Pferd über Nacht mitten auf der Stirn ein Horn wächst. Das einstige Pferd Mond widmet sich nun der Aufgabe herauszufinden, was mit ihm geschehen ist und ob es noch mehr von seiner Art gibt. Denn unsere kleine Ruby ist ja eine Leseratte und außerdem möchte ich, dass sie sich sehr für das okkulte Leben interessiert. Wo das wohl hinführen wird. Ich hoffe nur, sie kommt nicht zu sehr nach ihrem Vater. Livia ist gerade von ihrem kleinen Nap aufgewacht und hat hier noch schnell aufgeräumt. Und jetzt wird sie auch gleich ihren Bruder anrufen. Sie haben gestern ja schon alles ausgemacht und es war ja auch seine Idee einzuziehen. Aber natürlich musste sie ihre Kinder zuerst darauf vorbereiten. Wie gesagt, wenn auf einmal ein fremder Mann vor der Haustür steht und sagt, ich wohne jetzt hier, ist das, glaube ich, für Kinder ein wenig gruselig. Und da kommt Ivo auch schon durch die Tür. Er wirkt voll energiegeladen, obwohl gerade erst sein Ehemann verstorben ist. Ivo ist so stark.
Livia wird ihm jetzt gleich mal den Wohnungsschlüssel geben und wird ihm dann einfach sagen, dass er gut aussieht und dass sie sich freut, ihn zu sehen. Ich hoffe übrigens, ihr freut euch so wie ich, dass Ivo jetzt bei uns lebt. Schreibt mir eure Meinung dazu gleich in die Kommentare. Und jetzt haben die beiden schon ein Gefühl miteinander erhalten. Größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Wie süß ist das? Sie wird ihn jetzt einmal wegen Ableben trösten. Wenn jemand weiß, wie es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren, dann ist das immerhin Livia. Und dann werden die beiden noch eine tiefgründige Unterhaltung führen. Und Livia wird einfach erzählen, wie es ihr damals ging, als Sora gestorben ist und dass sie sich so freut, dass Ivo jetzt bei ihr lebt. Und da geht unsere kleine Ruby schon die Treppe hinauf. Natürlich möchte sie auch ihren Onkel Ivo kennenlernen und wird sich gleich mal lustig bei ihm vorstellen. Sie versteht Trauer immerhin nicht ganz. Als Sora verstorben ist, war sie noch sehr, sehr jung und hat das nicht so wirklich mitbekommen. Und deshalb will sie ihren Onkel einfach aufheitern. Sie wird ihm eine unglaubliche Geschichte erzählen. 10 seconds later. Ich habe Ivo verloren. Oh nein, er steht jetzt in Livias Zimmer und möchte weinen. Und dann wird Ruby einmal versuchen, ihn aufzumuntern und wird ihm dann eine alberne Geschichte erzählen und fragen, hast du schon gesehen, wie wir das Zimmer für dich eingerichtet haben? Ich habe meine Mom noch nie so schnell arbeiten sehen. Ich hoffe, es gefällt dir. Und da Livia jetzt sieht, dass die beiden sich gut verstehen, können sie es nun auch wirklich offiziell machen. Und sie wird ihren Bruder fragen, ob er bei ihnen einziehen will. Und natürlich sagt er ja. Wie ihr seht, er hat allein in einem Haushalt gewohnt, da sein Mann eben verstorben ist und sie nie Kinder hatten. Und er nimmt auch sein gesamtes Geld mit, das sind 14.000 Simoleons. Und ich glaube, er wird auch seine gesamte Einrichtung auf dem Grundstück verkaufen, da er Livia und ihre Familie bestmöglich unterstützen will. Und er möchte natürlich auch, dass sie genügend Geld haben, falls sie mal wieder flüchten müssen. Man weiß ja nie, was in Zukunft noch passiert. Und so bringt Ivo 33.545 Simoleons mit. Das ist nicht schlecht. Auf jeden Fall war Ivo immer einer meiner absoluten Lieblingscharaktere und ich freue mich wirklich sehr, dass er jetzt hier bei uns lebt. Nun haben wir kurz nach 21 Uhr. Die beiden Kleinen sind schon im Bett, weil es ein unglaublich aufregender Tag für die beiden war. Immerhin haben sie von Ivo erfahren, jetzt ist er auch noch eingezogen und es war alles eben sehr viel Trubel für die beiden kleinen Wesen. Und Livia und Ivo sitzen jetzt hier im Wohnzimmer und unterhalten sich noch ein wenig. Gestern haben die beiden zwar ausgemacht, sich zu rächen und dass Ivo jetzt zu ihr zieht, aber wie das Ganze so richtig ablaufen wird, das weiß keiner genau. Ivo weiß zwar bereits von ihrem Plan, dass sie möglichst viele unterschiedliche Okkulte kennenlernen möchte und möglichst viele unterschiedliche okkulte Kinder bekommen will, aber weiter haben die beiden auch noch nicht geplant. Und während die beiden jetzt über mögliche Ideen sprechen, fragt Livia ihn plötzlich, kannst du dich eigentlich noch an Jonas erinnern? Ivo schüttelt jetzt den Kopf und fragt nur, wer soll bitte Jonas sein? Du weißt schon, Jonas Colette, ich ging mit ihm zusammen zur Schule. Wir haben uns richtig gut verstanden. Bis ich mich auf die Vampire eingelassen habe. Auf jeden Fall, er ist ein Meerwesen. Und auch wenn Ivo zuerst nicht wusste, wen sie meint, jetzt weiß er es ganz genau. Du bist mit Jonas Colette zur Schule gegangen? Das wusste ich gar nicht. Natürlich kenne ich die Colettes. Meine Schwägerin Rory und ihre Familie leben direkt neben den Colettes in Sulani. Wirklich? Was ist denn das für ein Zufall? Meinst du, ich sollte wieder Kontakt zu ihm aufnehmen? Auf jeden Fall, Meerwesen sind unglaublich mächtig. Und während die beiden hier jetzt gemeinsam auf dem Sofa sitzen, planen sie immer mehr, wie Livia nach Sulani reisen wird und sich Jonas neu vorstellt. Denn ihr dürft nicht vergessen, sie hatte ihre komplette Identität gewechselt und er wird sie niemals wieder erkennen. Aber das ist vermutlich auch gut so. Ich könnte mir vorstellen, dass er ein wenig nachtragend ist. Immerhin hat sich Livia damals gegen ihn und für den bösen Vampir entschieden. Was natürlich ein Fehler war, das weiß sie mittlerweile selbst auch. Und Livia und Ivo sind beide der Meinung, dass niemand von diesem geheimen Plan weiß, außer die beiden. Naja, so ganz stimmt das nicht. Die kleine Ruby steht nämlich schon eine ganze Weile hier beim Treppenaufgang
und hat jedes einzelne Wort gehört. Und am nächsten Morgen steht Livia dann schon mit gepacktem Koffer vor der Tür und ist bereit, nach Sulani zu reisen. Ihren Kindern hat sie übrigens erzählt, dass sie geschäftlich nach Sulani muss. Akira macht sich da als Kleinkind keine Gedanken, aber Ruby glaubt ihr natürlich kein Wort. Erstens, welche Barista hat eine Geschäftsreise, bei der sie nach Sulani muss? Und zweitens, hat sie gestern Nacht ja das ganze Gespräch mitgehört. Aber Livia merkt wie immer nicht, dass ihre älteste Tochter skeptisch ist und fährt ohne weitere Erklärungen allein nach Sulani. Was glaubt ihr übrigens, dass Ruby jetzt mit diesen Informationen macht? Wird sie mit ihrer Mutter darüber sprechen? Oder wird sie vielleicht doch geheim weiter recherchieren? Und hier sind wir jetzt in Sulani. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich Livia in diesem Outfit sehe. Und das ist das kleine Strandhaus, in dem sie in dieser Zeit hier leben wird. Übrigens wohnt sie in einer sehr interessanten Nachbarschaft. Hier hinten haben wir nämlich die Familie Sigworth. Also die Schwägerin von Ivo ist direkt ihre Nachbarin. Und auf der anderen Seite, einfach nur hier den Strand entlang, hier lebt Jonas Colette. Und was passieren wird, wenn sie Jonas wieder sieht, das erfahren wir im nächsten Video.